Ah, oh. Ich glaube, die haben sie sogar schon vermehrt. Wie gefällt dir das Spiel bisher? Es gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es ist teilweise so richtig in die Fresse treten, geschichtemäßig. Ja, weil halt immer Sachen passieren, die man zwangsweise nicht so erhofft oder vermutet sogar. Und halt so Apokalypsen-Szenarien mag ich sowieso so gerne. So Zombie-artig. Also ich finde es sehr, sehr gut. Weil es sieht auch super geil aus, oder? Sag mal ehrlich. Die großen Viecher da. Die größten Viecher, Freunde. Warum kann ich meine Waffe nicht zücken? So bestimmt ordentlich Fleisch. Ich glaube, die schuppern sich jetzt erstmal an den Bäumen. Na, jetzt muss ich mit dir reden. Okay, let's talk. Hallo? Excuse me? Und? Ist es so, wie du es erhofft hast? Es gibt Höhen und Tiefen. Aber die Aussicht ist echt klasse. Achso, könntest du ein bisschen umgucken. Aber sieht echt schön aus, ne? Also wenn man bedenkt, dass die ganze Welt im Prinzip am Arsch ist, ist natürlich so ein Ausblick, gibt einem so ein bisschen inneren Frieden, oder? Zumindest mal kurzweilen. At least that. Oh, schön. Okay, lass weitergehen. Let's go. Stalkst du mich? Yeah. Wir stalken die Giraffenfreunde. That's what she said, yeah. Der Virus ist nicht auf Tiere übertragbar. Ja, das mag durchaus möglich sein, aber es gibt ja trotzdem Leute, Menschen, die eventuell Fleisch essen und dann sagen so, hey Mensch, Giraffe, noch nie gegessen, let's try it. Ja, oder ich weiß nicht, diese Infizierten, die müssen ja auch irgendwas fressen. Vielleicht fressen die ja dann auch Tiere. Das ist ja das. Es muss ja nicht nur sein, dass die Tiere eventuell infiziert werden können, sondern zumindest mal gefressen werden. Richtig, richtig. So, wir essen weiter. Doch noch nicht am Arsch ist? Ja, zumindest mal nicht gänzlich. Wir müssen das nicht tun. Bei Berge, you know? Yeah. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe. Das kann nicht umsonst gewesen sein. Ja, kann es nicht. Ah, und Angela auch dir einen wunderschönen guten Tag noch. Wie Reißzahn freut mich sehr. Spielst du nach Part 2? Ob ich direkt danach Part 2 spiele, kann ich nicht versprechen. Aber es steht definitiv auf der Agenda. Und das Überleben, oh Gott, wie hoffe ich, bin ich heute schon gestorben. Zweimal bei dem einen Typen, dreimal, vier oder fünf Mal schon, bin ich schon gestorben. Du meinst es nur gut. Nur heute. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay. Okay. Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Bringen wir es hinter uns und danach heute mal nur noch einen Reißverschluss. Okay, never mind. Oh, okay. Ah, guck mal, hier haben wir nochmal eine Zeitschrift für sie. Oh Gott. Hello. Der Comic, den sie liest. Oh yes. Ich glaube, der wartet auch schon ein bisschen was länger da. Dude. Ja, wenn man so auf Klo sitzt und es kühlt nichts und kühlt nichts, dann muss man sich irgendwann mal so ein bisschen abstützen, weil es wird dann auch echt schwierig, so gerade zu sitzen und dann ganz so zu drücken. Ja, deswegen irgendwann denkst du auch nur so, okay, mal kurz ein bisschen ausruhen, ja. It happens. Habe überlegt, das Spiel zu holen. Von Sehen sehr Days Gone. Ja, Days Gone ist halt Open World, das hier eher weniger, ne? Aber ja, szenariotechnisch ist es ähnlich, keine Frage. Hello. Oh. Bei mir ist halt, also entweder bin ich super sparsam
Oder es ist halt übelst viel da irgendwie. I don't know. Meine, gut, das hätte man, glaube ich, auch nochmal runterschrauben können, ne? Aber nee, beim ersten Durchlauf, da sollte es jetzt nicht zu krass werden, glaube ich. Wäre doof. Kann doch steuer sein. Ach so, I see what you did there. Er hat uns zu fest gedrückt. Ja, yeah. Auch das ist durchaus möglich. Ah, oh, guck mal, ist das nicht schön hier? Und das Teil ist schon geil. Ich glaube, wenn wir den zum Laufen bekommen würden, das wird schon vieles erleichtern, ne? Ich glaube, es wird schon tatsächlich viel erleichtern. Wobei, ich kann auch hier lang, ne? Ich kann nicht hier lang. Die Barrikade scheint zu hoch zu sein, da können wir nicht drüber, Freunde. It's not possible. Simply not. Vor allem wäre es auch, glaube ich, einfach zurückgehen. In der Theorie. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah, alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Ach Quatsch. Alles toll. Easy peasy. Schon okay, Ellie. Schon okay, Ellie. Ach, nee. Vor allem, ihr müsst doch jetzt übelst viel Zeugs geben, oder nicht? Das sind doch so Militärzelte und von der Fedra. Weil wir sind, glaube ich, gerade in der Quarantänezone, ne? Fedra, Federal Disaster Response Agency Depot der medizinischen Dienste. Ja, es wirkt jetzt alles sehr, sehr ruhig und sehr, sehr chili-vanilli. Aber der Schein trügt, Freunde. Der Schein trügt. Muss eben auf. Bist du noch etwas? Ja, ein bisschen auf jeden Fall. Ein bisschen auf jeden Fall. Also so schnell werdet ihr mich nicht los. Das nehme ich auch noch mit. Die Ellie könnte ab und zu mal ruhig ein bisschen helfen, ja? Ich meine, wir haben ja sie vorhin auch gesteuert. Dementsprechend scheint sie ja zu wissen, was sie mitnehmen kann. Was haben wir denn hier wieder? Was soll das sein? Welches? Hallo? Wow. Was soll denn das sein? Ist das einfach irgendwas zum Wegpopeln? Ah, no. Werkzeugstufe 5. Oh, ich kann es mir nur mal anzeigen lassen, aber effektiv. Wow. Ist das 1 von 5? 1 von 6 Seiten? Süßer. So, das müsste nochmal. Ja. Ne, warte mal. Hier? Störungssicherheitsdienst. I see what you did there. I see that now. Hier kann ich natürlich nicht mehr rein. So, warte mal, wir müssen doch. Wo ist das Krankenhaus? Ist das nicht hier irgendwo in der Nähe? Sind wir hier noch so weit weg von? Störungssicherheit. Warum kann ich ja so wenig looten? Ah, warte mal. Nee. Fuck. Weil es wundert mich halt echt, wie wenig Menschen wohl eher haben denn nur überlebt. Und das scheint ja jetzt nicht so eine heftig, deftige, gefährliche Zone zu sein. Zumindest mal jetzt um die Uhrzeit vielleicht nicht. Oh, Werkbank, sehr gut. Mal los. Mal gucken. Ja, dann mal los. So. Warte mal, können wir jetzt Kapazität nochmal erhöhen? Oh, mal gucken, was reicht. Ich möchte erstmal gucken, dass ich überall immer schön die Kapazität erhöhe. Ja, wenn wir im Notfall nochmal eine Kugel mehr mitnehmen können, das kann vielleicht ganz gut kommen. Für spezielle Schrauben? Okay, aber für sehr spezielle Schrauben. Für sehr spezielle Schrauben. Ah, das passt schon mal. So, und hier nochmal. Oh, yes. Folge. Vor allem hier können wir sogar noch zweimal machen, ne? Okay, schauen wir nun wieder ein bisschen Putzaktion. Ja, Freunde, wer seine Waffe ordentlich putzt, der kann da auch mehr reindrücken.
Ähnlich schaut's mit Frauen und mit Freundinnen aus, ja? Ordentlich putzen, dann kannst du mehr reindrücken. Wenn das Spaß wird, beruhigen sie sich. Ja, okay, never mind. Das hat schon mal zweimal funktioniert. Das Rohr polieren, yes. Yes, yes, yes. So, hier haben wir Reichweite Schaden. Die Sache ist halt die, wie viel Schaden macht das denn effektiv? 100% mehr Schaden. Also 100% mehr Schaden klingt erstmal gut, ne? Aber die Frage ist halt, wie viel Grundschaden ist da? Ich mache erstmal noch die kleineren. Ich mache erstmal nochmal die kleineren und dann schauen wir nochmal, ob wir nochmal ein bisschen was an Schrott übrig haben. Können wir auch mal die Kapazität erhöhen. Ich glaube, haben wir jetzt... Können wir nochmal ein Werkzeug bekommen? Oder eher nicht so? Okay, hier ist er wieder ein bisschen am Stretchen. Mit dem Schraubendreher. Ich glaube, wir haben jetzt... Oder? Wir haben jetzt eine halbe Werkstatt im Inventar. Vorher 5. Ich glaube, mehr können wir gar nicht mehr finden, ne? Also jetzt kann ich sie zumindest verhältnismäßig gut aufpimpen. Aber die Sache ist halt die, wir haben ultra viele Sachen, aber wir können halt nicht entscheiden, inwiefern und wo und was wir für Waffen finden. Hier haben wir die Kapazität schon ausgereizt. Hier können wir noch ein bisschen was reinpacken. Spannend. Aha. Okay. Aber ich glaube, dass es wirklich einfach so ein Rohrreiniger war, was wir da gefunden hatten. Wo ich meinte, das sieht so ein bisschen aus wie, keine Ahnung, so ein Ohrenstäbchen für die Ohren. Also sehr gut. Sehr gut. Also ich glaube, was dem Spiel wahrscheinlich auch noch gut getan hätte, wäre so eine Art, keine Ahnung, wenn man so überlebenden Außenposten gefunden hätte, wo man hätte noch was kaufen können. Wo man dann effektiv wirklich vielleicht nochmal entscheiden könnte, okay, ich möchte jetzt wirklich diese Munition, weil mag ich halt eher. Aber man hat ja sowieso super wenig Platz, was Munition anbelangt. Also von daher, inwiefern das sinnig ist, weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Aber wir gucken definitiv, dass wir hier, wobei, Zieltempo, Reichweite. Stopp, bei der wollte ich jetzt gar nicht gucken. Wobei, 100% Nachladegeschwindigkeit. Schussfolge. Jetzt bin ich wieder hier, sehr schön, sehr schön. Wie heißt das Spiel? Das Spiel heißt Days. Nee, nicht Days Gone, oh Gott. The Last of Us, Part 1. Wie ich da immer durcheinander komme, ne? Naja, passiert. So, hier, Schaden, definitiv nochmal. Oh, guck mal, geht's genau hin? Namens Null, Schrott? Hast du jetzt genau, ist es genau ausgegangen? Nee, wir haben auch 60 übrig. Okay, so ist das also. Ja, Freunde der Sonne. Können wir noch was beim Bogen machen? Wenn es nochmal die Nachladedingens. Falls man wirklich mal mehrere Gegner hat. Reichweite. Frage ist halt wirklich. Ich glaube, wir nehmen das hier nochmal. Da müssen wir gleich wieder ein bisschen was sammeln. So. Ja, jetzt haben wir keinen Schrott mehr, Freunde. Jetzt sind wir out of Schrott. Out of Scraps. Sieht gut aus. Ja, danke schön. Dankeschön, vielen, vielen herzlichen Dank. Oh, ist das nicht schön? So, hier haben wir eine Karte. Gone, gone, okay. Eine Karte der Quarantänezone von Salt Lake City. Handschriftliche Notizen auf der Karte weisen auf Evakuierungsrouten des Krankenhauses und Gebiet ohne Vorräte. Das Krankenhaus und Gebiet ohne Vorräte. Say. So, da kann man mitnehmen. Ja, das ist natürlich... Oh, excuse me. Hello. Oh, nochmal ein Pfeil, sehr schön. Und hier haben wir auch noch ein bisschen Schrott. Und nochmal für El Diablo. Und hier auch nochmal ein bisschen was. Okay. Aber das war gut. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, Freunde. So, wo geht's jetzt lang? Ellie, you lead the way. Muss ich hier weiter? Wollen wir mal ansehen? Okay, wir müssen da weiter. Ha! Let's go. Hey Joel, ich hab was für dich. Ist das so? Ich hoffe, du gibst mir dein Messer. Hier.
Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Also klauen per se ist schon schlimm, so. Wow. Tja, was man auch immer versucht. Ja, die Vergangenheit. Die Vergangenheit holt einen ein. Oh, das wollte ich gerade sagen. Nice. Oh, holy shit. Oh, das war jetzt auch ein bisschen obvious. Was man auch versucht, die Vergangenheit holt einen ein. Oh, nee, nee, nee. Ja. Der denkt sich auch noch so, ach, öffentliche Verkehrsmittel, hätte ich mir mal ein Auto gekauft. Ah, hier geht's. Hier kann ich nicht mehr raus. Guck mal, hier kann ich raus, okay. Hier mal schon wieder Le Panzer. Mal kommt Ellie jetzt auch mit. Ellie! Beruhigen Sie sich. Dankeschön. Oh boy. So. Hier gibt's aber auch nichts mehr zu looten. Fedra. Überall die Fedra, Freunde. Bus Entrance. Was steht da? Exit only. That's what she said. Bitte was? Ja, die Vergangenheit kann wehtun. Durchaus. Durchaus. Dieses Aber man Mal lebt ja Gott sei Dank in der Vergangenheit. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein. Die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Nicht ganz. Nicht ganz. So, man kann jetzt hier noch irgendwas mitnehmen? Eher nicht so, oder? Eher nicht so. Okay. Müssen wir uns jetzt... Nee, da können wir uns... Ja, nee, wir müssen da oben drüber. Oh, wow. Das muss mir gleich durchzwingen. Never mind. Let's go. On top. And beyond. Und keine Gegner? Nichts? Wenn du die Ellie von hinten stöhnt. Läuft bei ihr. Läuft bei ihr. Schon lange keine Klicker und sowas mehr gehört, ne? Also ich glaube, wir haben in dem Spiel echt mehr mit Menschen oder gegen Menschen zu tun, als gegen effektiv Infizierte, oder? Habe ich nur so das Gefühl. Oh. Okay, ich nehme alles zurück, ja? Ich nehme einfach alles zurück, weißt Bescheid. There's a bloater ahead. Mirat, ich muss genau da lang, oder? Er hat es noch nicht gesehen. Das ist gut. Oh. Oh, da hinten haben wir... Oh, okay. Schon noch ein paar mehr. Wie sind das jetzt? Ich höre doch auch Klicker. Ah, da hinten ist noch einer. Okay, die Frage ist, kann der überhaupt auch was sehen oder hört der auch nur? Das ist die Frage. Und Stoffi auch dir einen wunderschönen guten Tag. Bist du dein Sohn? Er hat ja früh angefangen. Everything is possible, muss ich ihn mal fragen. Oh boy. So, ich versuche erstmal den Klicker rechts auszuschalten. Vielleicht können wir den Bloater einfach auch lassen, weil die halten nämlich einfach verdammt viel aus. Und da jetzt einfach Munition zu verschwenden, weiß ich nicht. Ich kann mir doch einfach ablenken, hier mit ein paar Flaschen. Wobei, warte mal. Na guck mal, easy peasy, Freunde. Oh Gott, oder auch nicht. Okay, wir rennen. Let's make a run for it. Ellie. Come on, Ellie. Oh Gott, ich renne einfach. Tschüss. Muss ich jetzt hier rein? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja, supi. Hi. Ja, grüezi. Oh, oh. Da bin ich auch wieder falsch. Oh, ich vergehe. Ich... Bleib hier. Was?
So kann man es auch machen, Freunde. So kann man es auch machen. Einfach rennen. Jetzt kommt gleich eine Stelle, wo ich effektiv hier rüber kann. Okay. Jetzt sind einfach zu viele. So, wie machen wir es jetzt am cleversten? Die Ellie macht das, oder? Okay, wir machen mal kurz eine Runde, ja? Oh Gott, hi! Yo, 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 yo! Sagen, yo, the fuck. Bye, bye! Oh, oh Gott, fast. Almost. Almost, okay. Dann können wir vielleicht nochmal zurück. Hier können wir noch was looten. Sweet. Hi, warte, 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 warte. Please, komm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Woohoo, bitch! Sorry, was? Okay. Okay. Ja, es ist ein bisschen chaotisch gerade, Freunde. Das verstehe ich durchaus. Ja, es ist. Man will's ja machen. Und jetzt? Sind wir wieder clear? Sind wir wieder in the clear? Sieht ihr uns jetzt oder nicht? Ich glaube, man sieht uns. Fuck. Ja, wie können wir es jetzt am cleversten machen? Ich muss definitiv noch ein paar ausschalten. Ach, das ist schon wieder so. Ah, shit. Bye, bye. Tschüss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schieß, Ellie, schieß. Oh Gott, das ist sehr ekelhaft. Bin ich da gerade echt in Blobber-Resten, Bloater-Resten, mehr gewartet. Brauch mal kurz. Lenk ihn ab. Okay. Ew, lenk ihn ab. Ich mach das. Ist kein Thema. Aber ich könnte euch auch mal so einen Motor nehmen, oder? Hat funktioniert, Freunde. Oh, nee, so nicht, so nicht. Weg, 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 weg. Ich hab aus Versehen noch eingeworfen. Oh Gott. Ellie! Ellie! Oh Gott, oh, oh. No! No! Also... Na gut. Ach, Scheiße. Oh, wow. Okay, fuck. Wobei, wir konnten ja in der Theorie erstmal wirklich rennen. Das ging ja, zumindest mal für eine Weile. Ich glaube, das machen wir auch nochmal. Es hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Aber ich nehme schon mal direkt die Pumpe in die Hand. Und dann rennen wir. Ich weiß, wir können jetzt durchaus hier viel übersehen. Das ist durchaus möglich. But... Wir sparen uns auch ein bisschen Munition. Oh. I hope so. Nee, war das? Oh Gott, ich glaube, das war richtig, oder? Den nehmen wir mal kurz. Oh, den auch nochmal. Ey, yo, 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 yo. Warte, warte, warte. Yo. Ach, das war. Ey, Ellie, Ellie, Ellie. Okay, tschüss. Hat schon mal wunderbar funktioniert. Noch ein bisschen Licht. Perfekto. Da siehst du, Freunde. Oh, guck mal, hier ein bisschen Munition für El Flammenwerfer. Hans, get the Flammen. Ich glaube, ich nehme den Flammenwerfer mal kurz einmal raus. Oh yeah. I'll take the Flammenwerfer. Kommt die Bloater jetzt mit? Okay, der wirft schon wieder was. Das ist ekelhaft. So, warte mal, wir versuchen mal wieder in den Schatten zu verschwinden. Oder eben auch nicht. Maybe not. Guck mal, der brennt so schön.
Ist das nicht schön? Oh, guck mal, wie ist die kaputt? Oh, wie ist die kaputt? Oh, Flammenwerfer. Ja, ich glaube, das war eine gute Investition mit dem 100% mehr Schaden. Allerdings. Oh Gott, hier der Dicke. No! Oh. Ich glaube, das Spiel möchte sogar, dass wir jetzt hier gerade den Flammenwerfer nutzen. Da habe ich ein bisschen Gefühl. I got a feeling that tonight's gonna be a good, good night. Oh, tschüss. Excuse me. Oh yeah, just burn a little. Just burn a little. And you too, my friend. You walking too. Oh yeah. Die sind auch Feuer und Flamme, Freunde. I tell you, I tell you. Ellie, komm schon. Ellie, komm, dance a little. Dance a little. Macht schon Spaß mit der Flamme, muss man ehrlich sagen. Das macht schon so ein bisschen funky. Das lief nicht so gut. Ja, ja gut, es lief nicht perfekt, aber komplett schlecht ist auch relativ. Ja, excuse me, komm mal ein bisschen näher. Komm mal näher hier, danke schön. Frisch vom Grill und auf den Tisch, Freunde. So muss das laufen. So muss das laufen, Freunde. So, die anderen, guck mal. Ich wollte schon sagen, wie viel hältst du denn aus? Wie viel hältst du denn aus, mein Freund? Ellie, schieß schneller! Ich lade noch was nach. Dauert ein bisschen mit dem Teil. Vor allem, der will immer nur mich, ne? Ich glaube, die riechen, dass die Ellie immun ist. Haha! Please, Abstand. Corona und so. Okay. Das sah wirklich nicht so viel aus. Oh, nice. Hat aber ein bisschen was da gelassen. Wie nett von dem. Oh, guck mal. Hast du Angst vor Feuer? Bist du etwa nicht feuerfest? Bist du etwa nicht Lord Asbestos? Flammenwerfer macht Spaß. Und das ist ja auch hier wunderschön. Du dachtest, du hast auch da bist. Ey, yo. Nichts werfen hier. Das könnte ins Auge gehen. Warum schießt die Ellie nicht? Okay, erstmal. Sweet. Easy. Ach, komm mal. Du musst halt laufen. 1, 2, 3, Feuer frei. Yes! Das ist Mittel. Vom Schwierigkeitsgrad her. Mittel. Alles mitnehmen hier. Sweet. Ja, Mensch, wenn wir schon so fleißig sind. Warte mal, was noch was? Ich brauche wieder ein paar Bindungen, Freunde. Gab es hier noch welche, die ich ab... Oh mein Gott, das sind so viele. Na, aber beruhigen Sie sich. Einfach weitermachen. Wir haben es doch super hinbekommen, Ellie. Brauchst keine Angst zu haben. Ja, ich bin bei dir. I'm at your side. Gab es jetzt hier noch was Schönes? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube nicht. Oh, oh. Das war eine gute Investition. Ja, Flammenwerfer. Ich habe echt gedacht, okay, für einen Flammenwerfer werden wahrscheinlich nie was mehr was bekommen, aber ich habe mich geirrt. We found something. And it was good. Ja, war Gott sei Dank nur ganz bisschen stressig. Ganz bisschen. Noch ein bisschen Munition. Und Nina auch, die hat wunderschön. Guten Tag. Take the Munition. The Ammunition. Thank you. So, jetzt kommen wir da ganz Chili-Vanilli rüber, Freunde. Die Gefahr ist gemacht. Wäre ein guter Tritt. Hä? Ellie, ach so. Geh da hoch und stoß die Kiste runter. Noch eine Weile hin. Ach, Last of Us 3? Okay. Ja, ist mir jetzt bisher noch nicht zu Ohren gekommen, aber... Okay. Wir werden es erleben, I think. Komm mal runter da. Die Kiste kaputt. Schade, ich dachte schon. Hält gut, du hast weg die Kiste. So, gibt's hier auch wieder irgendwelche Gegner? Die denkt sich auch noch so, Alter, warum bückt er sich ständig? Ist er ein bisschen doof? Liegt das am Alter? Probably yes! Sei leise! Soll ich dich fangen? Komm, ich fange dich. Okay, ich fange dich doch nicht. So, die Frage ist, muss ich jetzt? Ja doch, ich muss hier lang wahrscheinlich, ne? Alles klar.
Ich glaube, hier kriegen sie uns nicht. Glaubst du das? Okay. Vor allem, jetzt haben wir ja die Kiste da runtergeworfen, ja? Damit die uns effektiv nicht bekommen. Das Wasser scheint tief zu sein. Hätten wir ja schauen sollen, dass wir die Kiste kaputt machen. Hey, das machen wir, wenn es vorbei ist. Was denn? Du bringst mir Schwimmen bei. Na klar doch. Claro que sí. So, die Frage ist jetzt... Oh no. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich jetzt... Ah, der vorderste Leiter. Wahrscheinlich muss ich die Leiter jetzt irgendwie da... Ja, ach. Bitte beruhigen Sie sich. Okay, ich muss tauchen. Wenn das Spiel schon sagt, bitte tauchen, dann gehe ich jetzt ein paar Fische fangen. Just like that. So, muss ich jetzt hier irgendwas finden, um da hochzukommen, oder komme ich da anders hoch? Fragen über Fragen. Definitiv an die Leiter rankommen. That's the trick. Hier komme ich schon mal nicht hoch. Ellie, warte da. Ich kühle sofort. Ich muss nur kurz einmal die Lage, die Situation sondieren. Aber ich sehe jetzt nichts, was ich irgendwie nutzen kann, um da hochzukommen, ne? Oder? Sag bitte, dass ich mich umsonst nass gemacht habe. That's what she said. Bitte bringen Sie sich. Scheint echt nicht zu sein. Ah. Vielleicht kann man hier vielleicht? Ist hier vielleicht irgendwas drin? Runter mit dir. Ist der irgendwo offen? Dass man irgendwie reinschwimmen kann? Und da ist vielleicht irgendwas drin? Geh da schon mal zu. Wahrscheinlich auf der anderen Seite auch. Na wow. Okay. Ja, da ist nichts drin. Definitely not, guys. Definitely not. So, Ellie. Aber kann man hier vielleicht irgendwie hoch? Nee. Hier vielleicht? Springen kann er ja auch nicht, das ist das Problem. Springen kann er auch nicht. Ach, hier. Nochmal hier. Kann ich zwar drauf stehen, glaube ich. Oder auch nicht. Hallo? Warum kannst du hier nicht drauf stehen, mein Freund? Kann ich hier irgendwie runterschießen? Kann ich nicht, ne? Nimm mal kurz ins Wasser, wir schauen hier nochmal. Irgendwas, ach, warte, ach, hier, wow, okay, never mind, ich kann hier weiter. Alles cool, Freunde, alles cool, so far, so good. Everything is just fine. Ich glaube, hier werden wir wahrscheinlich nach vorne kommen, dann irgendwie da oben drauf und dann gehen wir wieder zurück und dann sagen wir so, hey, Mensch, ohne mich wärst du nicht. Ich bin jetzt drüben. Cool, dann lass mir jetzt die Leiter runter. Okay, Moment. Bitte beruhigen Sie sich, ein alter Mann. Ist kein Profikletterer. Oder so ähnlich. Ah, perfekt. Guck mal, hat er funktioniert. Nee, dankeschön. Ich versuche es immer erst selbst, so die erste Stunde. Wenn es dann irgendwie nicht klappt, dann frage ich um Hilfe. But thanks anyways. So, warte mal, kann ich jetzt einfach hier... Ja, ist. Also, so. Ellie, es tut mir halt echt leid, ne? Keine Ahnung. Ich kann die hier ablegen. Die guckt aber auch schon in die Richtung. Also von da. Kann ich die einfach runterschmeißen? Ne, runterschmeißen geht auch nicht. Warum kann ich die nur ablegen? Oder wenn ich die hier jetzt ablege oder nochmal runtergehe? Ach so, wow. Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher. Ja, bleib einfach am Rand. Jo. Komm, hier wird es auch schon wieder ein bisschen dunkler, ne? Wobei, da hinten geht's wieder. Na, könnt ihr jetzt hoch? Ah, sehr schön. Sehr schön. Komm, hier einfach drüber, ne? Halten wir uns die Füße trocken. So, und jetzt, oh, warte. Oh, hier haben wir noch. Haben wir nochmal eine Zeitschrift. Das ist der Comic, den sie immer liest. Oh, yes. I got something for you. Vor allem jetzt. Oh, shitty fuck.
Miley, was will ich dir sagen? Ja, hier ist schon wieder Kacke irgendwie. Wobei, ich habe das Gefühl, dass ich hier wahrscheinlich wieder auf dem Floß bin, ne? Zumindest mal so eine Palette. Irgendwo. Freunde, irgendwo. Was denkt ihr? Es ist eisig. Ah, oder sie muss gar nicht. Yes, okay. Oder sie muss auch gar nicht schwimmen. Vielleicht läuft sie einfach durch. Es ist auch in Ordnung. Es ist eisig, sagt sie. Und noch eine versperrte Tür. Ah, supi. Sehr fliegen. Okay, aber jetzt haben wir Ellie Smith mit hier auf der Seite. Kann die hier auch laufen? Aber ich glaube, nee, ich glaube, hier wird die nochmal laufen können, oder? Komm, hier müsste ich laufen können. Dann können wir hier nämlich irgendwie so. Vielleicht auch nicht. Eher nicht so. Ach, wow, ich muss dich. Fuck off! Ich muss die hier rüberheben. Okay. Hier mit dem Fuß. Ja, mit dem Fuß! Ich stehe da voll drauf. Fetisch und so. Mach Bescheid. Na komm. Mach dich wieder auf. Mach dich mal leichter. Pass auf! Ellie! Du machst das, oder? Brauchst du Hilfe? Von mir. Ja, ich glaube, du brauchst Hilfe, oder? Mich nur! Alles klar? Ja. Ich hab mich nur erschreckt. Mann, wird echt Zeit, dass die vernichtet werden. Oh ja, es wird echt Zeit, dass die vernichtet werden. Sehr schön. You did a pretty good job. So far. So far. Ich muss nochmal nachladen. Oh, ich habe schon wieder fast keine Pistolmunition mehr, ne? Okay. Ah ja. Also Werkbänke gibt es hier super häufig, ne? Also es wäre super, wenn man hier zumindest mal an den Werkbänken ein paar Pfeile herstellen könnte. Das ist ein guter Platz. Ja, für was? That's the question. Warte mal, jetzt könnte man in der Theorie hier nochmal ein bisschen. Ja, wobei. Reichweite, Nachladezeit, Feuerrate. Pff. Zielfernrohr. Das ist alles Kacke irgendwie. Hier kann man auch mal panzerbrechend machen. Feuerrate, Nachladezeit. Das ist alles Bullshit irgendwie. Streuung. Ja gut, Streuung könnte man vielleicht ein bisschen reduzieren hier. Damit es noch ein bisschen zielgenau ist, aber. Ich weiß es nicht. Nee, es ist, klingt irgendwie alles nicht so sexy. Ja, und Simkiara und Jiminy Boy, auch euch einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr auch da seid. Ah, so. So. Also wenn es jetzt wirklich so RPG-mäßig wäre, so den Schaden nochmal erhöhen von der Waffe, so ähnlich wie Resident Evil, das wäre natürlich ganz cool. Dann kann man sich eventuell so ein bisschen Munition sparen an mancher Stelle. Hä, warum geht die da hin? Aha. Messer nutzen. Fällt mir ein, ich hab nur noch ein Messer. Hey. Ellie, komm mal her. Ich sag dir was. Und hier haben wir noch ein bisschen Schrott. Ja, ich weiß es nicht. Oh, Pfeil. Die nehme ich auch. Gib mit, Tommy. Okay, der andere ist kaputt. Hier ist auch noch was. Oh ja, gucke mal. Gucke mal, ein Füllhorn, Freunde. An Sachen. That's, hallo? That's nice. Ich brauche so heftig. Warum? Duct Tape. Ganz im Ernst, wir sind ja in Amerika. Die machen doch alles ganz mit Duct Tape. Das müsste doch hier in Hülle und Fülle rumliegen. Oder? Keine Ahnung, mein Haus hat einen Riss. Ja, macht da ein bisschen Duct Tape drum. War es jetzt noch mal ein bisschen? Okay, es scheint ein bisschen was zu sein. Okay, sweet. Genau, können wir das ja auch wieder mitnehmen. Wieder. Die Amis, Freunde. I tell you. Ist hier noch was? Anything? Mal ein bisschen Schere mit. Habe ich jetzt auch noch. Haben wir auch noch genug? Okay. Ah, so. So, Freunde. Kaffee ist wieder da. Ich kann wieder meine Tasse in die Kamera halten. Ist das nicht super? So muss das laufen. Als guter Amerikaner ist das doch immer am Mann mit dem Duct Tape? Ja, auf jeden Fall. Das muss immer. Keine Ahnung. Muss man so ein Bändchen haben. Damit das auch nicht verloren geht, ja, dann holst du es raus, falls mal irgendjemand irgendwas repariert haben will. Hey Mensch, keine Ahnung, dein Rohr ist kaputt, dein Rohr verliert Wasser, I don't know, leckt. Oder halt, wie gesagt, dein Haus hat einen Riss, ist nicht schlimm, ich habe Duct Tape dabei, alles cool. Alles cool. Herzlich willkommen zurück, Dankeschön. So,
Ja, wir werden jetzt weiter im Dunkeln hier voranschreiten. Und jetzt auch wieder in die richtige Richtung. Let's do it. Weil, dass sich Ellie auch gar nicht wundert, ne? Ich bin da gefühlt erstmal eine halbe Stunde noch am Looten in dem anderen Raum. Anstatt ich irgendwie da hinkomme und sage so, hey Mensch, was hast du mir Interessantes gefunden? Ich möchte auch mal kurz gucken. Ja, Ultimus sagt so, hey Mensch, komm endlich, wir wollen vorwärts. Sagt ihr gar nichts. Ah, BB, danke schön. Sieh mal! Da ist es! Yes! Krankenhaus St. Mary's. X. Okay. Egal. Nice. Awesome! Na, warte mal, das Mirat ist zu tief hier, oder? Du wartest hier. Ich gehe nirgendwo hin. Ja, okay. Also in der Theorie. Na gut, der wird wahrscheinlich versuchen, das da runter zu lassen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier rüberkomme. Wenn der hier sich. Ich schaff den Sprung nicht. Ah, ich schaff den Sprung nicht, kleine Puffe. Er schafft den Sprung scheinbar nicht, Freunde. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich erstmal da hoch müssen, um dann da wieder runter zu. Nee, ich glaube, dann. Da komme ich auch hin. Mal, kann ich von da irgendwas machen? Ach, oh wow, da oben ist was. Hm. Wait just a second. Was war das jetzt? Schnell umdrehen. Schnell umdrehen ist wahrscheinlich. Da muss ich wahrscheinlich schon vorher hinkommen. Vielleicht kann ich die Ellie dafür nutzen. Weil alleine komme ich glaube ich auch wieder nicht hier hoch. Okay, das heißt, wir gehen nochmal zurück. Oder vielleicht auch mal tauchen. Vielleicht haben wir hier noch was. Ach, oh, wow, hier. Oh, wow. Also man hätte natürlich auch der einfache halber bei dem Eingang da, wo die Ellie noch steht, hätte man ja wieder so ein bisschen Räuberleiter machen können. Hätte sagen können, so, ey Mensch, Ellie, geh mal da hoch. Schmeiß mal kurz die Palette runter und dann ist gut. Oh, guck mal, hier sind Booties. Booties, Freunde. Nee, also Boots, sowohl ja. Nicht Booties, das sind keine Ärsche. Der Arsch, der schwimmt hier rum. So, warte mal, wo kommt man jetzt? Oh, ich habe mich drauf geachtet. Oh Gott. Ich habe einfach nicht... Wow, okay. Ja, das ist das Thema. Das ist das Gute, wenn man unter Wasser ist. Man kann da nicht reden, aber ich rede, obwohl er unter Wasser ist und dementsprechend kriege ich nicht mit, dass er keine Luft bekommt. Passiert. Ja, long story short. Wo sind wir? Hä? Aber hä? Ich muss da hochkommen. Hä? Bin ich jetzt... Excuse me, wir haben 2023. Bin ich jetzt doch schon weiter? Ich glaube, ich bin jetzt doch schon weiter, ne? Also ich bin quasi gestorben, aber ich bin trotzdem an der Stelle, wo ich hin muss. Was für ein Luxus, Freunde. GG Weapon, yeah. That was fucking awesome. Pretty fucking awesome. If you're part of a team. Okay. Hier sind wir, glaube ich, richtig. Chris, du bist ertrunken, yes. Ja, 20 Millionen Zombies und ich komme easy peasy durch. Also gut, easy peasy ist relativ, da bin ich auch gestorben, aber trotzdem. Und jetzt so ein bisschen schwimmen, ein bisschen tauchen, ja. Ja, super. Oh, bin gestorben. Okay, los, bring mich mit. Ja, was ich meinte ist, hier hätte man noch Räuberleiter machen können, oder? So, hier so, oder? Wäre es nicht gegangen? Wäre bestimmt gegangen, aber das hätte man nicht tauchen müssen. Dann wäre man nicht gestorben und dementsprechend wäre es langweilig gewesen. That's basically it. So, komm her jetzt hier. Komm ran da. Komm. Okay. Hör auf da. Okay. Okay, gut. Ich bin drauf. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte ja schon längst Schwimmen beigebracht. Das kann nicht so lange dauern. Ja, die sind jetzt hier mehrere Monate unterwegs. Da wird die doch easy peasy mal ein bisschen schwimmen. Ja, und wenn es auch nur so ein bisschen Planschen ist, ja, keine Ahnung, halte ich wie ein Hund über Wasser. Ja, einfach nur so. Ja. I don't know. Something like that. Ja, das ist der neue Glitch, das ist der neue Speedrun-Glitch. Ja, stirb dich bis ans Ziel. Dankeschön. Oh ja, super. Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Ich glaube, ich weiß schon was. Kann ich die irgendwie darüber manövrieren? Oder einfach da dran lehnen? Ich meine, dürfte vielleicht auch gehen, I don't know. Vielleicht glaube ich einfach mit der... Ach,
Oh, ich glaube, ich weiß was. Hier wahrscheinlich jetzt dran packen, dann hochmachen, dann mitnehmen, dann drüben wieder runter. Oh boy. Ja, ist okay. Also, warum einfach, wenn es auch einfach fucking kompliziert geht? Ja, es macht auch viel mehr Spaß, wenn es kompliziert ist. Oder? Fehlt ihr nicht? Ist doch geil. Geil! Komm, take it. Ja. Ja. Alles cool. Alles cool. Ja, und Phoenix Strike, auch die haben wunderschön. Guten Tag, schön, dass du auch da bist. So, jetzt hier wahrscheinlich wieder runter. Naja, komm, mach runter da. Na schön. You did a pretty good job so far. Jetzt muss ich da runter. Anstatt. Wow, okay. Naja, hätte er zumindest so hinpacken können, dass er auch die Leiter runter macht, aber nö. Kein Bock drauf. So, und jetzt hier rüber. Das. Einfach wäre ja zu leicht, ja. Cool. Oh, okay. Gute Idee. Yeah! I'm fucking awesome! Das ist mein Erwachsenengehirn, das. Nein, beruhigen Sie sich. Eher so meine Sherlock Holmes-Attitüden. Ja. It happens. It happens! So, warte, habe ich jetzt eigentlich auch alle Waffen mal nachgeladen so? Lass mich vorgehen. Du kommst mir dann nach. Okay, ich folge dir. Yeah, she will follow me. Dann vielleicht direkt hier lang. Und dann hier weiter. Mal ganz davon ab, für so kurze Sessions, ja, wo wir teilweise schon so ein Floß genommen haben für die Ellie, da hätte man sie doch auch einfach so wie so ein Rettungsschwimmer darüber ziehen können. Das wäre auch gegangen, oder? Naja. Na, okay. Reißt du die jetzt runter? Na komm, bring! Und du fängst mich auf? 100 pro geht das jetzt hier ab. Das geht jetzt so heftig hier abwärts. So obvious, oder? Siehst du? Hast mich nicht mal gebraucht. Nichts wie runter von diesem Ding. Okay, vielleicht auch nicht. Aber ganz im Ernst, das hätte ich jetzt sein können, oder? Jetzt, wo sie rüber macht, wo er schon im Prinzip schon so ganz, ganz knapp nur sich da festhalten muss. Und das sieht hier auch alles schon nicht mehr so ne, super bombenfest aus. Da hätte es... runter von dem Ding, yes. Vor allem, ich... Hä? Haben wir nicht gerade noch besprochen, von wegen, ich gehe vor, sie geht hinterher? Was hat sie denn jetzt gemacht? Sag mal, was ist denn los? Soll ich dir mal zeigen, wie aktive Erziehung ausschaut? Oh, sorry, es geht sogar. War nicht weit genug. Kann ich sie eigentlich? Ach, jetzt passiert was? Ellie, los! Jetzt? Okay. Warte mal. Tschüss! Wow. Das war's? Das wird zu einem wilden Bushride. Ah, wow, jetzt? Oh, ich soll mich festhalten. Muss ich jetzt hier irgendwas machen? Oder chillt ihr erstmal so ein bisschen und wartet ab? Was ist los? Ellie! Wildwasser, yeah! Sind das gerade Klimmzüge? Oh oh. Ich glaube, Ellie ist jetzt auch ins Wasser gefallen, oder? Kann es wirklich sein? Guck mal, da ist sie. Yo! Und sofort ist sie. Ja! Weil sobald man ins Wasser fällt als Nichtschwimmer, ist man sofort bewusstlos. Instant. This fucking instant, Freunde. Ja, dann ist sofort die Luft aus den Lungen, sofort die Luft aus dem System. Das kann super schnell passieren. Vor allem jetzt geht's doch auch ohne Floß. Die hat, glaube ich, was gegen den Kopf bekommen. Ich glaube sogar schon am Anfang vom Spiel. Spaß. Alter, der fasst dich gerade unsinnlich an. Holy shit. Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Hands up!